So, hallo Leute. Wie versprochen, habe ich ja gesagt, ich möchte mal auch ein Video machen, was man so beachten muss für so einen Track Day oder wie man das Auto vorbereitet. Und ich denke, das Video jetzt wird eher für Menschen sein, die vielleicht noch nicht auf dem Track Day waren. Ich denke, für meine Kollegen, die da auch regelmäßig Gast sind, ich glaube, die brauchen das nicht. Die wissen das alles und es geht eigentlich eher darum, vielleicht mehr Leute für Track Days zu begeistern, die ja vielleicht dummerweise noch sich nicht getraut haben, sich für so einen Track Day anzumelden, weil sie denken, das ist alles nur für Profis und so weiter. Und ich glaube, wie ich auch schon in dem Einführungsvideo für den GTR gezeigt habe und gesagt habe, ich glaube, Track Days ist eine sehr gute Art, auch sein Auto kennenzulernen, viel Spaß mit dem Auto zu haben, das auch mal an die Grenzen zu bringen. Und was kann man ja alles im öffentlichen Verkehrsraum gar nicht tun. Und deshalb denke ich, jeder sollte sich trauen, mal so einen Track Day zu besuchen, weil ich glaube, man lernt dann da auch jedes Mal was dazu. Man hat viel mehr Sicherheitsreserven, man kann mal an die Grenzen gehen, man kann mal rausfinden, wie schnell kann man denn so in eine Kurve fahren. Ja, wie ist es denn mit den Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten? Wie verhält sich das Auto? Und deshalb denke ich, also so wie jeder auch einmal so ein Fahrsicherheitstraining machen sollte, wäre es auch nicht verkehrt, zum Track Day zu gehen. Man muss natürlich nicht unbedingt ein Auto haben, was jetzt dann voll auf den Track umgebaut ist. Das macht man dann irgendwann als Konsequenz, weil man viel Spaß mit Track Days hat und im Prinzip öfters hingehen will und auch länger fahren will und auch vielleicht irgendwann gewisse Ambitionen hat, sich zu verbessern und ja, ich sag mal, schneller zu sein, obwohl soll gemerkt sein, dass in den Track Days werden keine Rennen gefahren, es werden keine offiziellen Zeiten gemessen, es gibt auch keine Siegerehrung, das heißt, jeder fährt eigentlich für sich und gegen sich selber. Und was er dann daraus macht, das ist jedem überlassen. Trotzdem sollte man gewisse Dinge prüfen, bevor man überhaupt losfährt, ob sein Auto eigentlich auch für einen Track Day geeignet ist. Weil, wie gesagt, bei einem Track Day, da kommt man an die Grenzen der Physik und dessen, was das Auto leisten kann und vermag, auf die Straße zu bringen. Und da sollte man zumindest, bevor man losfährt, sicher sein, dass man ja die mindesten Sicherheitsvorkehren getroffen hat und dort nicht mit abgefahrenen Bremsen, abgefahrenen Reifen, niedrigem Ölstand und so weiter auftaucht. Deshalb wollte ich jetzt einfach mal relativ schnell und kurz am Beispiel des GTRs so zeigen, was ich überhaupt so tue, bevor ich losfahre in Richtung Track Day. Dann am Track Day selber, dafür werde ich ein extra Video machen, wenn ich am Red Bull Ring bin. Aber einfach mal, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, was kann man selber machen und was soll man selber machen und braucht man da irgendwelches Werkzeug dazu. Aber wie gesagt, das ist jetzt am Beispiel meines eigenen Wagens. Es heißt jetzt nicht, dass wenn man diese Dinge oder dieses Werkzeug nicht hat, dass man dann gar nichts machen kann. Man kann halt mehr machen. Aber gewisse Dinge kann jeder machen. Und die möchte ich jetzt dann auch mal zeigen. So, eigentlich geht es damit los, dass man das Auto aus der Überwinterung geholt hat. Dass man dann vielleicht mal die Batterie auch lädt. Weil sollte man die Batterie nicht geladen haben, dann kriegt man auch irgendwelche Schwierigkeiten. Und das habe ich jetzt mal auch über Nacht gemacht. Und wie man jetzt sieht, die Batterie ist voll. Dann kann ich die auf jeden Fall abklemmen. Die Batterie sitzt beim GTR da vorne. Sie ist nicht zu groß, nicht zu klein. Und das führt auch dazu, dass über den Winter die sich gerne mal entlädt, wenn man 3 Monate nicht fährt. Auch wenn man die Alarmanlage abklemmt. Also das ist einfach Normalzustand. Aber sollte kein Problem sein. Das werde ich jetzt mal machen. Ja, und dann ist natürlich wesentlich, dass man auch den Ölstand prüft. Ja. Gerade
bei Autos, die man auf dem Dreck bewegt oder mit sehr hohen Drehzahlen. Dafür braucht man schon etwas mehr Öl als im normalen Straßenverkehr. Bei mir sind es vielleicht so ein Liter auf 10.000 Kilometer, was immer noch wenig ist, aber es gibt auch Leute, die brauchen mehr. Der Ölstand, den prüft man hier beim GTR, habe ich vorhin gemacht. Sollte man bei warmem Motor machen, dann Auto abstellen, auf eine gerade Fläche, vielleicht eine halbe Stunde warten und dann Ölstand prüfen. Was ich auch mache, was auch beim GTR eher mal ein Problem ist, das ist den Ölstand der Servolenkung prüfen. Hier ist es so, dass die Servolenkung, das Öl extrem warm wird auf dem Track und deshalb auch leicht sich gerne mal aus dem Behälter rauspresst, der hier ist. Und deshalb habe ich mir von einem Freund sagen lassen, wenn man nicht überall alles versaut im Auto haben muss, dann könnte man so ein Armbändchen, das sind glaube ich ein Kinderarmband für Schweißarmband oder sowas, das kann man dann um den Behälter drum machen und dann läuft es nicht mehr im Auto rum. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch mache. Dann gucke ich natürlich auch nach dem Wasser, wie es mit dem Stand hier drin ist. Gut, genügend Kühlwasser habe ich auch. Das ist halt auch etwas, wo ich sag mal beim GTR eigentlich überhaupt kein Problem besteht. So, jetzt muss ich es nur wieder richtig drauf machen. Ja, einen Ölstand prüfen ist gut. Dann kommt es auch darauf an, was fährt man denn für ein Öl. Ich fahre persönlich das Motul 300V Competition in der Spezifikation 15W50. Das mache ich deshalb, weil ich das Auto im Prinzip nur im Sommer bewege und dann für die Rennstrecke eigentlich dafür sorgen will, dass auch bei sehr warmen Öltemperaturen der Ölfilm nicht abreißt, deshalb W50. Und weil ich nicht im Winter unterwegs bin, ist es auch okay, dass es ein 15W ist, weil ich brauche keine kalt oder eiskalte Eigenschaften. Und mit dem Öl bin ich eigentlich super zufrieden. Und das führt auch dazu, dass der Motor, lange lebt. Dann sollte man gerade für die Rennstrecke auch kontrollieren, ob wie es ausschaut mit der Bremsflüssigkeit. Und da ist es zumindest so, dass ich noch zwischen Min und Max bin. Und das ist auch in Ordnung. Das passt. Die nächste Wartung ist sowieso in ein paar Monaten, bevor das sozusagen die richtige Rennbetrieb wieder losgeht. Und dann wird wieder nachgefüllt. Ist klar, dass die Bremsflüssigkeit etwas fällt. Und zwar hat es einfach damit zu tun, dass der Belag ja weniger wird und dadurch im Prinzip die Bremskolben weiter reinwandern und deshalb einfach mehr Öl im Kreislauf ist. Und das fehlt dann natürlich in diesem Modul hier. So, jetzt gucken wir noch nach den Bremsbelägen und den Bremsscheiben. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier jetzt auf dem Film gut sehen kann. Die Bremsscheiben, Carbopad-Scheiben und die Bremsbeläge von Dixel, da sind offensichtlich ist noch genug drauf. Das ist die Hinterachse und die Scheibe, die schaut auch ganz in Ordnung aus. Auch wenn sie so Riefen hat, das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass sie keine Hitze Verschleierungen hat oder sonst wie rumeiert und genug Belag noch drauf ist auf den Bremsbelägen, damit man im Prinzip nicht aufs blanke Eisen drauf bremst, sollte man vermeiden. Ja, vorne sieht das Ganze schon etwas schlimmer aus. Die Scheiben, die würden zwar von der Stärke her noch halten, aber ich habe entschieden, dass ich dieses Jahr die Scheiben auch wechsle, weil es ja nicht die ganze Zeit eine Bremsenkühlung hier drauf und es hat dazu geführt, dass die Bremsen teilweise sehr warm geworden sind und jetzt auch schon, ich sag mal, leichtwellig sind und das führt zu Vibrationen beim Bremsen und das möchte ich abstellen. Deshalb werde ich jetzt bei der nächsten Wartung
die Scheiben auch mitwechseln. Die haben dann 30.000 Kilometer gehalten, inklusive Track Days. Das ist auch nicht verkehrt. Und auf den Belägen ist auch noch genug drauf für mindestens ein Track Day. Ja, hier in der Ecke steht schon das Ersatz Reibringe für vorne, die Carbopad-Reibringe, die ich jetzt dann vor der Saison montieren lasse. Und dann auch ein Ersatz-Bobbins. Das sind die Schrauben, mit denen die Reibringe an den Töpfen festgemacht sind. Und ja, das wird dann auch noch ersetzt und montiert, um dann im Prinzip die nächsten paar Jahre Track Days wieder zu überleben. Die halten recht lang. So, was etwas mühseliger ist, ist dann das Fahrwerk auf die Rennstrecke einzustellen. Ich habe ja ein Vierweg-Intrax-Fahrwerk auf diesem Wagen, was ein super Fahrwerk ist, ist nicht gerade geschenkt, kostet einen Haufen Geld, also mindestens doppelt so teuer wie ein KW V3. Das hat also viele Verstellmöglichkeiten. Man kann Druck- und Zugstufe unabhängig voneinander einstellen. Bei der Druckstufe hat man sogar zwei Einstellungen, eine Highspeed und eine Lowspeed. Und was das alles ist, erkläre ich vielleicht in einem anderen Video. Und für jeden Track hat man, zumindest ich habe sozusagen eine eigene Einstellung, das Papier, wo ich genau auspadobert habe, teilweise zusammen mit den Intrax-Ingenieuren auf genau diesem Wagen, per Reifentyp, per Tracktyp, wie viel Druckstufe, wie viel Zugstufe ich da einstellen möchte. An die Zugstufe komme ich durch den Motorraum ran. Das ist dieser rote Knopf, den man hier sieht. Den gibt es auf beiden Seiten. An die Druckstufe, da kommt man vorne im Prinzip auch ran, wenn man die Reifen komplett einschlägt. Hinten kommt man allerdings nur ran, wenn man sich eines Wagenhebers bedient. Und hinten im Wagen kommt man an die Zugstufe über die Hutablage. Und wie gesagt, die Druckstufe, die muss man mit dem Wagenheber einstellen. So, was habe ich im Auto noch dabei? Ja, was ich immer dabei habe, ist ein Sickbag oder eine Kotztüte auf Deutsch. Weil auch die Menschen, die glauben, dass es im Auto nie schlecht wird, die könnten mal auf der Nordschleife eine Überraschung erleben. Auch als Beifahrer, weil da ist es bis jetzt noch fast jedem als Beifahrer schlecht geworden. Ich bewundere die Menschen, die Trainer sind oder Instruktoren und die in der Nordschleife ständig mit Kunden rumfahren. Ich weiß nicht, wie die das aushalten. Also ich persönlich habe damit ein Problem. Ich habe mir dann natürlich auch einen Feuerlöscher im Auto mit griffbereit eingebaut. Ich habe schon etliche Menschen gesehen, die ein leichtes Feuer am Heck hatten, weil sich durch Schubabschaltung oder unverbrannten Benzin plötzlich einfach Flammen aus dem Auspuff begeben haben, gewollt oder ungewollt. Die haben dann irgendwelches Laub entzündet, dann hat der Plastik angefangen zu brennen und etwas, was im Prinzip ganz leicht losgegangen ist, ist plötzlich zu einem Riesenbrand geworden. Und das wäre eigentlich zu schade ums Auto, wenn man so blödsinnig sein Auto verliert. Ja, dann sollte man natürlich, wenn man dann wirklich ernsthaft Track Days fahren will, auch ordentliche Schalensitze im Auto verbauen mit einem 6-Punkt-Gurt, weil ja dann sitzt man, hat man richtigen Halt und man hält sich nicht mehr am Lenkrad fest. Und das ist schon sehr praktisch. Hier vorne hatte ich noch die Batterieüberbrückungskabel liegen, weil ich den aus dem Winterschlaf geholt habe und dann weiß ich, dann ist die Batterie meistens leer. Dann prüfe ich, bevor ich losfahre, noch, ob ich auch die Abschlepphaken dabei habe. Also einen für hinten und dann habe ich noch hier meistens einen für vorne dabei. Ein kleines Allzweckwerkzeug. Ich zeige euch aber noch den Rest vom Werkzeug. Das ist eine Matte, die ich sozusagen zwischen Wagenheber und Autoaufnahme lege, um zu vermeiden, dass
was am Auto kaputt gemacht wird. Handschuhe, falls man welche braucht. Also alles gut hier. Das passt. Dann habe ich meistens noch eine Tasche dabei mit Krempe. Dem Krempe relevant Luftdruck, Messer. Auf der Rennstrecke muss man im Prinzip regelmäßig Luftdruck ablassen, weil durch die Erhitzung von den Reifen der Druck also locker um 0,5 bar sich und mehr erhöhen kann. Und man sollte natürlich beim Nachhausefahren nicht vergessen, den Luftdruck dann auch wieder auf Straßenverhältnisse abzuändern. Dann kann man noch ein GPS-Logger mitnehmen. Da gibt es mehrere. Ich habe den Kustart, der weiß, wo Start und Ziel vor den meisten Tracks sind. Damit hat man den Vorteil, dass man auch mal seine Zeiten messen kann, wenn man will. Da gibt es aber auch viele andere Lösungen. Duct Tape sollte man eigentlich nie ohne zur Rennstrecke gehen. Kann man immer benötigen. Und hier sind die ominösen Reisegummidragees für meine Beifahrer, die hier auf der Nordschleife denen schlecht wird. Und da sind etliche schon weg. Kann man also gut gebrauchen. Diverses, GoPro-Kamera, unterschiedliche Halterungen, Kabelzeug zum Aufladen, ein Akku. So, dann hat man meistens noch weiteres Material dabei, um kleine Reparaturen oder Bremsbeläge, Wechsel und so weiter vielleicht an der Rennstrecke zu machen. Wie es übrigens unter dem Auto ausschaut, das werde ich an geeigneter Stelle noch einblenden. Also zum Beispiel, wo man die Einstellungen an den Dämpfern macht. Das kann man mit Bildern besser sehen, wenn das Auto auf der Hebebühne ist. Und das werde ich dann so zeigen und mich nicht mit der Kamera und das Auto legen. Aber was habe ich noch hier dabei? Gut, Papier ist klar. Allzweckzange. Noch einen zusätzlichen Feuerlöscher für den Fall der Fälle. Dann habe ich hier im Prinzip einen Oktanbooster. Den habe ich deshalb dabei, weil wenn ich zum Beispiel nach Spa fahre, dann finde ich keinen 102 oder 100 Oktan und das Auto ist abgestimmt oder verlangt vom Hersteller her schon 100 Oktan. Und um dann das auch hinzukriegen, ja, braucht man diesen Oktanbooster. Das hier sind Ersatz Luftventile mit Luftdruckmesser. Hatte ein paar Probleme mit meinen und werde gegebenenfalls die mal tauschen. Dann haben wir hier noch einen Kreuzschlüssel, um die Reifen abzumontieren. Einen Hammer, den man braucht beim Bremsscheibenwechsel. Zum Bremsen Beläge wechseln. Zinkpaste, Loctite, um die Reibringe zu wechseln und sie nachher wieder zu verschrauben. Zum Ausschlagen von den Stiften, um die Bremsbeläge von den Brembos runterzukriegen, braucht man dieses Set. Ein paar Plastikhandschuhe, im Fall, dass man die Hände nicht dreckig kriegen will. Einen Set an Radmutter Größen. Das ist eigentlich ein sehr präzises Messgerät, um die Scheibendicke zu messen, zum Beispiel, um zu schauen, ob die noch in den Toleranzen ist. Das sind hier Blöcke, die ich nutze, um das Auto aufzubocken. Hier drin habe ich einen Drehmomentschlüssel, um dann auch die Radmuttern wieder ordentlich festzuziehen. WD-40 sollte man auch immer dabei haben, kann man zu allem gebrauchen. Zusätzliches Reserveöl. Naja, und das ist auch interessant. Das ist ein dB-Meter Lauf, ein Lärmmessgerät, weil auf einigen Strecken gibt es Vorschriften zu wie laut das Auto sein darf und sollte man mit dem GTR in den meisten Fällen eigentlich kein Problem haben, aber
damit man einen Gegenbeweis führen kann, wenn man bezichtigt wird, dass das Auto zu laut ist, ist es gut, wenn man das dabei hat. Das ist ein Bremskolbenspreizer. Braucht man idealerweise, wenn man die Bremsbeläge wechselt. Ja, und ich glaube, das ist so das Equipment, was sich dann irgendwann zusammen sammelt, wenn man regelmäßig zur Rennstrecke fährt. Das fahre ich natürlich nicht auf der Rennstrecke im Auto mit, sondern habe ich dann in der Boxengasse irgendwo stehen, inklusive des Wagenhebers, weil das schleppt man natürlich nicht rum. Was man eigentlich auch nicht vergessen sollte zu prüfen, bevor man losfährt, weil wenn man einen neuen Satz Reifen braucht, auf diesem Wagen sind jetzt Cup-Reifen montiert, die Michelin Cup 2. Und ja, die haben schon von Natur aus kein so ein großes Profil oder so ein dickes Profil. Die nutzen natürlich recht schnell ab und da sollte man zumindest auf der Hinterachse und der Vorderachse regelmäßig prüfen, wie der Zustand ist, weil speziell bei hohem Sturz nutzen die Reifen natürlich am meisten innen ab und das sieht man am wenigsten. So, schauen wir auch noch mal vorn. Ja, etwas, was ich in meinem RS3 vermisse, was es allerdings hier im GTR gibt, ist, dass wenn man das Auto gestartet hat, dann macht das auch einen Ölcheck und man kann dann auch abrufen, wie der Ölstand ist, zumindest im Stand. Und ich muss sagen, das ist ein Feature, was ich sehr praktisch finde, weil man dann zumindest mal grob sehen kann, wie der Ölstand ist und dann keine Überraschungen hat nachher. Aber es ist natürlich schon besser, wenn man den Ölstand tatsächlich misst mit dem Ölpeilstab, so wie man das gewohnt ist und wie ich auch gezeigt habe. Ein anderes nettes Feature ist, dass man neben ganzen Haufen Informationen beim GTR im Bordcomputer abrufen kann von allen möglichen Temperaturen links und rechts. Was auch sehr praktisch ist, kann man natürlich den Reifendruck ablesen. Und ja, kalt haben wir jetzt 2,2. Das ist völlig okay für die Cup 2 Reifen. Aber auf der Rennstrecke ändert sich das natürlich sofort. Das ist recht präzise. Es gibt meist nur ein paar Abweichungen zur Realität. Wenn man aber weiß, was das Delta ist, kann man sich eigentlich darauf verlassen. Bei mir ist es so, dass es meistens 0,1 bar zu wenig anzeigt, aber konsistent. Und ja, das reicht mir eigentlich. So Leute, ich hoffe, das hat euch mal einen Eindruck hinterlassen, sozusagen, wie man sein Auto ein bisschen vorbereitet oder zumindest schaut, ob man alles dabei hat und was man so braucht. Aber wie gesagt, vieles braucht man im Prinzip nicht unbedingt beim ersten Trackday. Das sind dann alles Sachen, die sammeln sich dann an, wenn man da öfters hinfährt.